Hallo und herzlich willkommen bei einer. Ganz ehrlich, das ist einfach nur noch abgedroschen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft. Und ich habe überlegt, wir werden mal schnell. Ich muss erst gucken, ob das denn so funktioniert. Genau. So. Ich habe mich langsam satt gesehen an unseren alten Türen hier, wo jeder Idiot reingucken kann. Spannung. Ich hätte gerne. Diese wunderschönen Türen, die einfach nicht dazu passen, was mir aber sowas von egal ist. Und wir brauchen unbedingt noch so eine Jukebox. Jukebox, heißt das hier Jukebox? Wie heißt das hier? Musikbox? Musik? Nee, wie heißt denn das hier? Plattenspieler? Schallplatten, Platten, ah da genau, Plattenspieler. Und dafür brauchen wir einfach einen Diamanten und das ist schon echt hart. Aber nichtsdestotrotz, galopp, galopp, galopp. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen täte, wenn wir sagen. Boah, ich brauche Essen. Also das sagen wir nicht. Aber wenn wir sagen, wir nehmen jetzt unser eines Pferd mit und galoppieren da einfach mal eine Runde rum. Außerdem haben wir keinen Kompass, der auch einfach wieder verschwunden ist, oder? Ne, da ist er. Guckt mal, wo der schiebt uns wirklich eiskalt dahin. So. Komm, komm. Ah, ich entscheide mich um. Für euch. Da. Wir sollten uns auch schon an unser eigenes System hier halten. Ich nehme nur das mit. Scheiß auf den Kompass jetzt mal schnell. Darf man das überhaupt sagen? Aber naja, ist ja auch egal. Knochen sind praktisch das Essen für Hunde, ne? So. So. Und so. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder ins Nether-Portal. Chip. Und ich will nur mal ausprobieren. Okay, das reicht vollkommen, wenn wir da so durchkommen. Was ist denn hier schon wieder los? Warum ist das schon wieder so, wie es ist? Das ist doch. Wer hat hier so ein komisches Geräusch gemacht? Ich glaube, es hackt, wenn wir hierher kommen. Magma! Alter. Alter. Geht doch. Oha. Yippie. Ja, ist doch gut, Kinders. Irgendwann ist auch mal Schluss. Die klingen einfach so wie. Ja, wer bist du denn? Entschuldigung, ist das ihr Kind? Können Sie dir mal ein bisschen Manieren beibringen, dass man andere zu grüßen hat? Kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso brennt denn hier schon wieder alles? Haben Sie hier gezündelt? Das ist nicht konform. So, wir haben wieder Netherstein. Wir könnten praktisch.
wieder ein bisschen hier. Sammeln. Oh, Verzeihung, da musste ich echt aufstoßen. Einfach weil wir es können. Bitte was? Was? Habt ihr es gehört? Nee. Da schon wieder. Ach du Kacke. Wenn der das ist, dann heißt es für uns, wir schnell abhauen. Nee, halt die Klappe. Ciao. Ich will wenigstens die Magma-Creme in Sicherheit bringen. Magma-Creme, wo gehört die hin? Die schmeißen wir einfach da rein, oder? Und das Netherrack auch und die Pilze kommen zum Essen. Ich weiß auch nicht, inwieweit inwieweit wir halt den Weg zurückfinden. Es ist alles so schwierig einfach. Ich möchte einfach gerne, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen schniefe noch. In der vorherigen Folge habe ich euch ja gesagt, leicht. Schönen guten Tag, die Fahrscheine bitte. Ciao. Hier ist was los. Ganz ehrlich, ich möchte jetzt der Kuh hinterherfahren. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Da, nein, nein, wir wollen da lang. Let's go. Aha. Ey, wenn die jetzt wirklich da fährt, dann schmeiß ich mich. Die fährt wirklich da hinten. Ich glaube, ich muss hier mal gucken, dass ich hier noch ein paar Booster-Schienen hinbaue. Wie die Kuh einfach da. Wieso ist die da eingestiegen? Warten Sie, ich schieb sie an. Hier fehlen definitiv Booster-Schienen. Entschuldigen Sie. Oh nein! Hindernis auf Gleis 2. Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie die abgeht, wenn die über diese Booster-Schienen fährt. Kuh? Kuh? Die ist doch jetzt nicht ernsthaft. Ich sehe sie auch nicht mehr. Aber wo ist der Wagen? Da. Sie steckt im Tunnel fest. Komm, wir bringen dich zu unser. Vor allen Dingen, wie die zittert, ey. Gib mir doch mal irgendwas für die. Und ciao. Ja, das war ja wieder klar. War hier nicht gerade ein Delfin? Guckt euch die Kuh an, die zittert, die hat Angst. So, guck mal, bis hier aufs Superland. Und wie ich diesen Statuseffekt einfach hasse wie die Pest. Kuh, ich lasse dir die Tür offen. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. So, ihr Lieben.
Wir haben das, wir haben das. Bam, 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 bam. Wir haben rote Betesamen. Die nehmen wir mit. Knochen und so lassen wir hier. Würde ich jetzt mal sagen. So, Katze. Katze, hast du Hunger? Brauchst du was zu essen? Ich mach dir was, bleib stehen. Okay. Kakaobohnen. Einen goldenen Apfel. Ach, den haben wir schon. Oh. Willst du keinen Fisch? Ich habe leider nichts anderes hier. Rote Betesamen? Ja, die nehmen wir mit auf jeden Fall. Mensch, Katze, wenn du es nicht essen willst, dann hast du Pech. Nee, gut. Ja, grüßt euch. Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Zwei, drei? Drei. Okay. Katze. Stimmt, du bist schon ganz ausgemagert. Ihr beiden, ihr habt die glorreiche Aufgabe, uns zu begleiten. So, hier scheint alles gut. Die Kürbisse sind nun mal da. Esel, ich weiß nicht, wo du hingehörst, deswegen ciao. Und dann würde ich mal gar nicht lange fackeln, schnell mal wieder zurückfahren. Und los geht's. Und was ist denn nun los? So, dann pflanzen wir auf jeden Fall noch die rote Beete bei uns an. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Und dann werden wir sehen, was noch so passiert. So, ab dem 24. ist dann erstmal Pause mit Minecraft. Da kommt dann das schon angesprochene nächste Let's Play hier. Da möchte ich mich auf jeden Fall erstmal drum kümmern. Und wenn das dann soweit fertig ist, muss ich mal schauen, was wir da für einen Tag haben, ob wir dann schon im nächsten Jahr sind. Und wenn ja, wird es dann auf jeden Fall wieder mit The Forest weitergehen. Es stehen noch viele Spiele auf meiner Liste, die ich gerne mit euch teilen möchte, unter anderem Heavy Rain. Und irgendeins hatte ich noch auf jeden Fall, was ich spielen wollte. Dann kommt ja neue Folgen von The Forest. Und dann, ja, würde ich sagen, lassen wir Minecraft halt, wie gesagt, erstmal pausieren. Und machen uns dann wirklich an The Forest weiter. Beziehungsweise wir fangen dann wieder mit The Forest an. Und da müssen wir einfach mal gucken, ob sich da was geändert hat. So. Unsere Hunde scheinen
Jetzt wollte ich gerade sagen, hier hat eine Biene einen Weg gefunden, aber es war nicht so. So. Prima. Das hat ja wunderbar geklappt. Was können wir denn? Können wir denn noch was mit Eisen machen? Ja. Kessel haben wir einen. Wir könnten noch einen zweiten bauen, ja. Ansonsten, wir können drei von diesen Dingern. 3, 6, 9. 1, 2, 3. Ach so, okay. Ich habe gerade eine Idee. Wir brauchen aber vier, aber das ist unser Grundgerüst für, ihr wisst schon, wir haben auf dem anderen Haus schon ein und wir werden uns dann hier auch einen Wächter hinbauen. So. Na gut. Dann soll's das wohl erstmal gewesen sein. Ich werde mich mal schnell auf die Suche machen nach unseren Hunden, wo die abgeblieben sind. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao.